Jo, was geht, meine Sally-Willisten? Willkommen zurück zu GTA 5 Online. Und ich habe heute für euch den Workaround zu dem überkrassen 2 Millionen Dollar alle paar Minuten Glitch. Ihr wisst ja, der eine ist gepatcht worden, der alte. Es gibt einen Workaround, nur habe ich jetzt kein Gameplay dafür. Ich werde euch aber unten in der Beschreibung ein Video dazu verlinken, weil ihr braucht dafür das Criminal Enterprise Starter Pack. Das ist ganz wichtig. Dazu müsst ihr dann 6 Apartments besitzen. Ihr müsst dann auf Slot 6 das 1561 San Vistas Apartment dorthin kaufen, welches ja über Criminal Enterprise Starter Pack kostenlos ist. Danach geht ihr einfach zu Fuß zu 1337 Exceptionalists Way und kauft euch dann dieses Apartment oder diese Garage, indem ihr Steuerkreuz nach rechts drückt. Habt ihr das dann gekauft, dann macht ihr das auf Slot 6. Wenn ihr das dann gemacht habt, dann geht ihr jetzt einfach nur in den Editor. Wenn ihr im Editor seid, geht ihr einfach nur auf Online, geht an eine Einladungssitzung. Wenn ihr dann dort seid in einer Einladungssitzung, dann geht ihr auf Dynasty 8 und sucht euch jetzt 1561 San Vistas Apartment und kauft das auf Slot 6. So bekommt ihr dann 2 Millionen Dollar. Wie gesagt, ich poste euch ein Video unten in die Beschreibung von Haslet124. Der hat nämlich das Video aufgenommen, ist halt englischsprachig. Tut mir leid, dass ich es nicht aufnehmen konnte. Ich habe leider kein Criminal Enterprise Starter Pack. Sollte einer von euch dieses Criminal Enterprise Starter Pack haben und den Glitch machen, kann er mir gerne ein Gameplay zukommen lassen. Dann würde ich sagen, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.